Weiter geht's mit dem Let's Play von Black Mirror 2. Wir haben gerade unseren netten Chef zufriedengestellt, indem wir die Sicherung eingedreht haben. Jetzt haben wir die Aufgabe, einen Brief zu überbringen und den Abholschein. Vorher gucken wir uns mal hier um. Was haben wir denn hier alles? Auto, Werbeschild, uninteressant. Ich muss gerade in dem Trödelladen um. Kommen Sie herein! Sehen Sie sich um! Kaufen Sie! Danke. Ah, ein junger Mann. Sind Sie Soldat? Schwer vom Begriff? Super Frage. Sir, nein, Sir. Vor allem mit dem I want you shit. Suche was aus und dann verschwinde wieder. Sehr netter Kerl. Und ein totaler Patriot. Der nette Eddie. Ach ja, und wir haben eben im Part erfahren durch die nette Dame, dass wir Darren heißen. Ja, ich denke mal nicht, dass er uns weiterhelfen kann, aber... Ein stolzer Vertreter der letzten guten Generation. Alles, was nach ihr kam, war der Anfang vom Ende. Gut, ja, das haben wir also nichts Wirkliches zu finden. Jetzt können wir mal die Karte benutzen. Das ist unser Kartensystem in dem Spiel. Ja, wir befinden uns gerade hier, aber wo jetzt genau was ist... Laufen wir einfach mal runter, da ich gerade keine Ahnung habe. Oh, da ist das Post Office. Also, habe ich mich doch gerade nochmal gerettet. Aber zuerst mal... Da habe ich zu schnell geklickt. Und dann sage ich so zu ihm, Jason, ich brauche dringend ein neues Auto. Ach, und dann? Tja... Und was soll ich dir sagen? Draußen steht's. Ist nicht dein Ernst. Doch, ein Cabriolet. Wenn man's Geld hat. Das musst du mir un... Jetzt mach ich eigentlich das, was ich eben machen wollte, mal mit der Dame hier reden, weil die da drin quasselt mir ein bisschen zu viel. Eine junge Frau. Sieht traurig aus. Alles okay? Nein, eigentlich nicht. Das hätte man sich ja auch gleich denken können. Sie war meine beste Freundin. Oh, das tut mir leid. Ach nee, jetzt sind wir bei der Kalmas. Wie ist es denn passiert? Du bist wohl nicht von hier. Nein, aus Boston. Ich verbringe die Semesterferien bei meiner Mutter. Nun ja, Carrie hat sich umgebracht. Keiner weiß warum. Sie war bei allen beliebt, intelligent und immer fröhlich. Ich glaube, beim alten Fuller im Schaufenster steht noch ein Foto von ihr. Die junge Frau mit den dunklen Haaren und den grünen Augen. Ja, das Bild kenne ich. Wirklich eine hübsche Frau. Sie hatte noch so viele Pläne. Nach dem Studium wollte sie mit ihrem Mann Jason hier in Biddeford einen Kindergarten eröffnen. Ich verstehe es einfach nicht. Von einem Tag auf den anderen hat sie sich komplett verändert, zog sich völlig in sich zurück. Oft war sie deprimiert und melancholisch. Niemand kam mehr an sie heran. Ich dann mal Jason. Dabei liebten sie sich über alles. Irgendwann... hat sie sich dann einfach ins Meer gestürzt. Und niemand weiß warum? Niemand. Hättest du mal besser schwimmen gekonnt. Jason ist wohl auch nie darüber hinweggekommen. Jetzt bin ich langsam ein bisschen makaber. Hat dann ein paar Monate später dieses hirnlose Klatschweib mit dem Cabrio geheiratet. Sicher auch nur, weil er sich so einsam fühlte. Mit Liebe hat das jedenfalls nichts zu tun. Er muss sich wirklich sehr einsam gefühlt haben. Ich wäre jetzt gern wieder allein. Klar, entschuldigung. Also mit so einer Drahtstand wäre ich nicht gern zusammen. Also ich meine jetzt sie im Post Office hier drin. Ziemlich unsinnig, hier in Maine ein Cabrio zu fahren. Aber darauf kommt es vermutlich sowieso nicht an. Es war teuer und das zählt. Okay, wenn so ein Cabrio teuer ist, dann will ich lieber keins haben. Da habe ich schon Autos gesehen. Und das bei diesem Wetter. Für mich ist das einzig wahre Auto sowieso ein richtig alter, schöner VW-Bus. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich diese Tussi loswerde. Na, das hat sie aber auch nicht besser verdient. Ich hab dir ja noch gar nicht alles erzählt. Solange die da waren, komme ich auf jeden Fall nicht dazu, mit Rosi vom Post Office zu reden. Gucken wir uns mal hier irgendwie um, ob hier noch was zu gebrauchen ist. Das Steuerrad eines alten Schiffes. Es soll wohl maritimen Charme. Sie hat ihn selbst gesehen.
Ein Ständer mit zig Reiseführern. Neuengland, Quebec, England und Wales, die Niederlande, Nationalparks der USA, die Toskana, Hongkong und so weiter und so fort. Ich hab ja gleich Mittagspause. Ach ja. Das ist alles nur zum Angucken. Dann gucken wir uns draußen ein bisschen um. Ziemlich unsinnig, hier in Maine ein Cabrio zu fahren. Aber darauf kommt es vermutlich so. Wenn ich mich jetzt nur erinnern könnte, worum es in diesem verdammten Rätsel ging. Ja, es ist klar, dass wir irgendwas mit dem Cabrio machen müssen, damit Billy Tussi aus dem Haus locken, aber gehen wir mal hier in den Hinterhof. Vielleicht ist hier irgendwas Nettes zum Aufheben. Das schöne Prinzip in jedem Point-and-Click-Adventure, alles einstecken, was sich nie schon da gefasst ist. Ein uralter, klappriger Werkzeugschuppen. Darin bewahrt Fuller den Schrott auf, wenn er ihn nicht einfach irgendwo in den Hinterhof wirft. Also, nicht viel. Gestern hat Fuller Wäsche aufgehängt. Für sich und seine Mutter. Ich fand es einigermaßen überraschend, dass ein Großmaul wie er die Wäsche seiner Mutter wäscht. Und vor allem beunruhigend. Der ja, Mann ist weit über 40 und lässt sich von seiner Mutter herumkommandieren. Kein Wunder, dass er nicht ganz dicht ist. Jetzt verstehe ich auch seine Aggression. Ein etwa 2 Meter langes Stück Abschleppseil, in tadellosem Zustand. Wenn mir jemand sagen würde, der alte Fettsack verklappt Giftmüll, ich würde es ihm zutrauen. Ja, für Giftmüll sieht der Rasen aber noch ganz schön gut aus. Das Abseil, ich verhaspel mich schon wieder. Das Abschleppseil können wir aber mitholen. Seile sind immer gut. Ja, wenn man sich seinen nervigen, klatschköpfigen Chef vom Hals schaffen will. Oder sonst was. Das ist der Hundekäfig für den Hund von Fullers Mutter. Aber der Hund ist meistens eh im Haus. Ich habe ihn zumindest noch nie hier im Käfig gesehen. Durchs Fenster kann ich nur in Fullers Büro sehen. Das Fotoshooting kann ich leider nicht beobachten. Ja, jetzt werden wir auch hier schön zum Spanner. Ein völlig verrosteter Eimer mit großen Löchern im Boden. Der Henkel ist abgerissen. Den Eimer lasse ich da stehen, mit dem ist eh nichts mehr anzufangen. Gucken wir mal, kann man mit dem Henkel mit dem Abschleppseil verbinden, so eine Art Angel draus basteln, aber das will er irgendwie nicht. Der Henkel eines verrosteten. Ja, der Henkel eines verrosteten Eimers. Ansonsten dürft ihr nicht mehr viel zu holen sein. Ein massives Eisengitter. Es liegt über dem Lichtschacht, der zum Keller führt. Das Gitter ist sehr schwer und am Beton festgerostet. Vielleicht ist dazwischen irgendwas? Nee, auch nicht. Da kommen wir wohl auch nicht rein, also zurück zur Straße. Wohin geht's hier denn? Da geht's zum Polizeirevier. Hier ist ein anderes Cabrio. Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Besonders Europäer verwechseln Neuengland gerne mit Kalifornien und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Müsste ich aber auch. Kann ich auch das hier auswählen? Also müssen wir überall erstmal gewesen sein, um das auf der Karte/Postkarte auswählen zu können. Mehr nicht irgendwie. Mrs. Bieber! Aha! Das Diner gehört Mrs. Bieber. Dann gehen wir direkt da mal rein. Ist hier noch was? Kaugummiautomat. So einen alten Kaugummiautomaten habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Gehört wohl zum Diner. Die fahren da drin auch die Nostalgie-Schiene. Also. Ich habe einen Kumpel, der. Egal wie alt die Kaugummi-Automaten sind, der zieht sich da immer was raus und ich frag mich echt, wann der mal kotzt. God bless America. Eine rot-weiß-blaue Lichterkette. Wie hübsch. Ach, das soll blau sein. Dann durchspülen wir mal die Mülltonne. Das macht immer so viel Spaß.
Bezaubernd. Das ist stinkender Müll und ich habe kein gesteigertes Interesse daran. Was der alles bezaubernd findet. Ja, einfach die Straße runter. Danke sehr. Ich hoffe ja mal nicht, dass es euch stört, dass ich so viel Scheiße laber. Also ich glaube, das liegt daran, dass ich ein bisschen zu wenig Schlaf hatte diese Nacht. Leute gibt's? Ah, wer kommt denn so auf die Idee, um 5:30 Uhr morgens Let's Plays aufzunehmen? Außer mir. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Sirup, Zucker. Und eine Flasche Essig. Ja, lass mal Essig mitgehen. Wofür der auch immer gut sein soll. Es ist nicht mehr alles viel einstecken. Vermutlich wird sie niemand vermissen. Ja, die Kasse können wir wahrscheinlich nicht ausräumen. Reden wir erstmal mit Mrs. Bieber. Das ist Mrs. Biber, glaube ich. Oder Biber. Wie ich weiß, führt sie diesen Laden zusammen mit ihrem Mann. Ja, man kann zwar auch einfach über die Theke hinweg reden, aber warum einfach, wenn es auch schwer geht? Was darf ich dir bringen, Junge? Eigentlich soll ich Ihnen etwas bringen. Ist von Fuller, vom Fotostudio. Psst, los, komm rüber. Was geht denn jetzt ab? Ich kann mir denken, worum es geht. Der alte Dreckskerl, ich hätte es wissen müssen. Ungeziefer wird man so schnell nicht wieder los. Sag ihm, ich... Sagen Sie es ihm am besten selbst, was immer Sie... Claire, was gibt's da zu reden? Warum lässt du unsere Gäste warten? Verschwinde und sag deinem Boss, er soll zur Hölle fahren. Nett. Ich glaube, das ganze Dorf hier besteht aus Cholerikern. Aber das überbringe ich dem netten Fuller doch gerne. Sie scheint kein Fan von Fuller zu sein, so viel ist klar. Und der Typ in der Küche sollte nicht sehen, dass sie Post bekommen hat. Ja, was in dem Päckchen wohl war? Kann man den Hummer mitnehmen? Ein großer, hässlicher Plastikhummer. Nicht gerade appetitanregend. Och. Ein Mann in einem weißen Kittel. Mitte 40, würde ich schätzen. Könnte Arzt sein. Nee. Hätte ich nicht gedacht, wenn der Arzt steht. Naja, ich denke mal, hier ist dann jetzt nicht... Doch, das Brot können wir noch abgreifen. Ich nehme mir etwas Brot mit. Mrs. Biber wird wohl nichts dagegen haben. So, dann noch auf die Leertaste drücken, aber sonst... Mr. Biber, können wir uns mal angucken. In der Küche arbeiten 2 oder 3 Leute, wie es scheint. Einer davon ist Mr. Biber. Mrs. Biber ist hier draußen ganz allein. Ich glaube, sie muss ziemlich schuften. Jo, dann haben wir hier nichts mehr Interessantes. Dann gehen wir nochmal raus. Hallo, Junge. Du bist Darren Michaels, oder? Ja? Und Sie sind? Oh, entschuldige. Mein Name ist Newhouse. Ich bin Arzt im Gesundheitscenter. Im Gesundheitscenter? Sie meinen im Krankenhaus da draußen? Nun ja, wir nennen es das Biddeford Gesundheitscenter. Wir sind nicht nur ein Krankenhaus, bei uns gibt's auch Yogakurse, Kochkurse und... Und was wollen Sie von... Oha, Yoga! Hauptsache, man kann ja, mehr Leute ich abzocken. Ich kenne deine Mutter, Darren. Um genau zu sein, waren wir heute Morgen hier verabredet. Sie und ich. Wir wollten im Gesundheitscenter einige Bilder aufhängen, die deine Mutter gemalt hat. Ja und? Sie ist nicht da. Und normalerweise ist sie ja immer... Sie ist ja immer so pünktlich, nicht wahr? Sowas kommt bei ihr nie vor. Ich habe gerade wenig Zeit. Ich werde sie anrufen, okay? Sobald ich wieder im Laden bin, Doc. Vielleicht hat sie das Treffen nur vergessen. Wie du meinst. Aber eigentlich... Ich muss los. Ich rufe Mom nachher an und sage ihr, dass sie im Gesundheitscenter auf sie warten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gut, dann sollen wir unsere Mutter anrufen. Aber ich werde jetzt mal schnell einen Schnitt machen, bevor ich die 15 Minuten überschreite, weil YouTube dann wieder mit meinen Videos meckert. Also bis gleich.